Ladies and Gentlemen, willkommen zu Mutant Year Zero Road to Eden, der Adaption des skandinavischen Rollenspiels oder Pen and Paper Rollenspiels, in dem es darum geht, in einem futuristischen Apokalypse-Szenario mit den Mutanten sozusagen, also hier denen zum Beispiel, ein Szenario zu bestreiten, eine Gefahr zu besiegen oder ein Komplott aufzudecken. Was genau, weiß ich noch nicht. Aber nachdem ich schon die Preview-Version gespielt habe, wo ihr mir hoffentlich schon zugesehen habt, wenn nicht, die Möglichkeit gibt's noch, habe ich festgestellt, dieses XCOM-ähnliche Spiel, das gefällt mir sehr. Und dementsprechend werden wir es auch diesmal wieder spielen, von vorne und diesmal durch. Also legen wir los. Neues Spiel möchten wir beginnen. Und zwar... schwer. Normal ist eigentlich das, was ich wahrscheinlich persönlich präferieren würde. Allerdings hört sich das, dass man alles wieder regeneriert, weniger Schaden wird verursacht, Abklingzeiten wird alles wieder zurückgesetzt. Das hört sich alles so langweilig an. Extrem ist zwar das Spielerlebnis, wie es vorgesehen wird, erster Satz. Dies ist das vorgesehene Spielerlebnis. Aber extrem finde ich ein bisschen extrem. Dementsprechend... Wobei, nein. Aus diesem Grund, weil es eben so vorgesehen ist, werden wir es auf extrem spielen. Aber nicht auf Eisenmut. Nein. Wir spielen es auf schwer. Ich habe mich umentschieden. Gegner verursachen mehr Schaden ist nämlich gut. Im Gegensatz zu viel mehr Schaden. Das muss nicht zwingend sein. Wobei, das ist okay. Das ist das Einzige, was mich stört. Dass die zu viel Schaden dann machen, zu OP werden, weil ich fand schon das knackig, als wir es in der Preview gespielt haben. Und dementsprechend, wenn wir es einfach schwer spielen, ist, glaube ich, genau der gute Kompromiss zwischen den beiden Extremen. Legen wir los! Irgendwo östlich der Arche. Another day, another mission, risking our necks for the Ark. You know, I ask myself, Dux... Why are you out here? And you know why. The Ark's water pump is broken again, and Hammond said he needs more scrap to fix it. Yeah, well, we'd do it a lot better if he'd sent us somewhere with actual scrap to find. Why do you have to be so annoying? Come on, we gotta head back before Prep closes for the night. Sehr schön. Okay, es beginnt genauso wie in der Preview-Version. Trust me, I'm not annoying. Shut the hell up. Der Anfang. Wanna see annoying? I can show you annoying. What's wrong with you? We're in the zone. Keep your eyes open and... Mouth shut. Yeah, you only told me that 9,000 times already, Bormann. We're in the zone. The zone ist ein gefährlicher Ort, in dem Stalker herumlungern und uns versuchen anzugreifen. Beziehungsweise Ghule. Wir sind, glaube ich, eher die Stalker. Wir suchen nach Schrott, wir suchen nach wertvollen Sachen, wir suchen nach allem, was das Überleben erleichtert. Zum Beispiel hier. We got ourselves some scrap metal, Bormann. This is worth a lot of grog back at the Ark. Schrott. Schrott ist sowas ähnliches wie Geld. Oben rechts seht ihr, haben wir Schrott. Daneben sind Technologie oder besondere Technologien, glaube ich. Medikits danach. Und das letzte weiß ich jetzt schon gar nicht mehr, was das war. The air stinks like mutants. Not just any mutants. Stalkers. Tight muscles. Good meat. So. I smell it too. Where there's stalkers, there's Ark. Where there's Ark, there's killing time for Skizzix and Treble. They're close. 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 Over there. Come, brother. I'm on their trail. Sehr schön. Das Schöne ist, in diesem Spiel ähnlich, es ist zwar ähnlich wie XCOM, der Kampf zumindest, aber unsere Schleichoptionen sind deutlich variabler. Besonders, wir sollten nicht mit der Taschenlampe rumlaufen. Wenn wir nämlich uns die Taschenlampe ausmachen, dann haben wir schon ein paar andere... Ich steck fest! Ah! Du stehst im Weg. So. Dann haben wir andere Möglichkeiten. Wir können hier versuchen, uns heranzuschleichen. Außerdem hat Dux eine Waffe... Eine Waffe, mit der er Silent killen kann. Was ziemlich geil ist. So, wir gehen hier vor.
Der sieht uns. Okay. Aber wir killen den. Nein! Moment. Das war die falsche Taste, ehrlich gesagt. Na gut. Shit. Gleich mal die falsche Taste. Warum war das die falsche Taste? Zwei. Diesmal geht's. Komisch. Warum ist Stux vorgelaufen? Das ist jetzt ärgerlich, weil durch die laute Waffe hat der uns entdeckt. Hätte Dax geschossen mit seiner Silent Armbrust, dann wäre das nicht so schlimm ausgegangen und wir hätten nicht den Schaden bekommen. So, hier wird Deckung erklärt, es wird Flanken erklärt. Das machen wir jetzt einfach mal. Wir flankieren ihn. Und jetzt aber die richtige Taste. Ah, ich glaube, ich habe mich einfach verdrückt und habe 1 gedrückt anstatt 2. Egal. Dann ist das so. Bye bye. They heard it coming. So. Follow me. Sehr schön. Hier haben wir unser erstes zusätzliches Equipment. Eine kleine Modifikation, mit der wir unsere Waffen verbessern könnten. Fackel der Altvorderen, die an einer beliebigen Waffe befestigt werden und Brandprojektile abfeuern kann. Sehr gut gegen Ziele aus Fleisch und Blut. Chronist Elvis. Alles klar. Wir müssen nicht mehr uns verbergen. Wir können ganz normal rumlaufen. Ein bisschen blöd an dem Spiel, finde ich. Ich weiß nicht, was YouTube aus deiner Aufnahme macht, aber ich glaube, YouTube hat ein bisschen mit dieser ganzen nebligen Art und Grafik... Wobei, es sieht auch bei mir schon durch den Nebel sehr schwammig alles aus. Also, die Grafik ist jetzt, zumindest wenn man sie wiedergibt, nicht die schönste. We saw one of these things once. Filled with zone dogs, right? Oof. The ancients sure knew how to build big pieces of garbage. Never seen ghouls this far south before. They're getting closer to the Ark every day. Something's up, Bormann. So, Bormann ist so eher so ein tankiger Nahkämpfer. Ich bin jetzt eher der Fernkampfspezialist, würde ich sagen, mit Dax. Wir können halt hier die Gebiete erkunden. Das sind einzelne kleinere Maps, auf denen halt Encounters rumlaufen. Oder auch Besonderheiten verborgen sind, also Schätze können hier, also Schrott zum Beispiel oder andere Sachen. Am coolsten sind natürlich so Artefakte aus der Zeit der Altvorderen. Das ist theoretisch unsere Zeit, würde ich mal behaupten. So, die Altvorderen sind wir. Hier haben wir zum Beispiel einen Schatz. Durch die Taschenlampe kann man diese Dinge deutlich leichter erkennen. Dann werden sie besser hervorgehoben. Da hatte jemand in seinem Wagen auch noch Schrott zur Verfügung. Und das sammeln wir, weil wir brauchen das eben für Verbesserungen in der Arche. Hier ist noch mehr Schrott. Feinster Schrott. Ja, ist sowas wie Geld, sowas wie Goldmünzen, sowas ähnliches. Dafür können wir uns dann neue Sachen kaufen, neues Equipment, neue Waffen und der Art. Schön. Hier haben wir dann alles, vermute ich mal. Manche Gegner sind ein bisschen zu heftig für uns. We got ourselves some ghouls. One of them looks like he ate a ghoul. We better get into ninja mode. Listen, turn off your flashlight. If we sneak by the water, they won't see us. Ninja Mode. Okay, rote Schädel. Gegner mit einem roten Schädel haben für dein Team eine zu hohe Stufe und töten euch. Na. Welche Gegner mit roten Schädeln aus und weiche sehen aus? Erkunde die Zone, um dich mit Gegnern zu messen, die der Stufe deines Teams entsprechen. Okay. Leider hat der Loot 55. Schade. Da ist ein interessanter... hier messen wir eine defekte Waffe. Waffenteile? Ah, das sind rechts die Sachen. Waffenteile. Stimmt, mit Waffenteilen können wir zum Beispiel unsere Waffen verbessern. Upgraden sozusagen. Leveln. Die kriegen dann ein Level und kriegen dadurch mehr Fähigkeiten bzw. werden Stärke. Schade, die haben da sowohl einen Haufen Schrott, da links das Weiße, wie auch eine Kiste. Eine Kiste, so eine längliche Kiste ist meistens eine Waffenkiste, also in der eine richtige Waffe drinsteckt.
Aber mit Stufe 55 Gegnern können wir uns zum jetzigen Zeitpunkt noch lange nicht anlegen. Besonders nicht zu zweit. Aber das ändert sich mit der Zeit. Das ändert sich alles mit der Zeit. So. Wir haben zwei Orte, bevor wir die Arche erreichen. Jetzt treffen wir auf einen Ort, nachdem wir beim Metallvogel waren, das war das abgestürzte Flugzeug. Jetzt sind wir an einem Ort. Ja. Östlicher Außenposten? Na, was gibt es hier wohl in der Nähe? Oh, I'm gonna kiss that elevator when I see it. Get upstairs, take a bath, get a grog with the boys. Get another grog with the boys. Foot massage. Oh, it's gonna be great. Ich brauche allen Loot, den es hier so gibt. Die wollen also, die sind von ihrem Streifzug zurück und wollen einfach nur zurück in die Arche. Verständlich, würde ich mal behaupten. Aber auf dem Weg dorthin, finden wir zum Glück neue Sachen. Und nutzen eventuell diese neuen Sachen, um uns zu verbessern. Zu einer gewissen Zeit zumindest. A campsite. Looks like a family lived here. Lived here and died here. Nothing like a bunch of skeletons to put you. Heilung, du kannst im Inventar jederzeit ein Medikit benutzen, um deinen Stalker zu heilen. Ja, Heilung außerhalb von Kämpfen regiert immer deine gesamte Gesundheit. Ja, theoretisch werde ich immer um die Hälfte regeneriert. Das haben wir ja so eingestellt. Okay. Hier oben geht's weiter, dann schaue ich mich jetzt hier nochmal um. Hätte ich es mir gemerkt damals, dann wüsste ich... Ja, wobei, das merkt man sich, glaube ich, nicht so leicht. Dann wüsste ich, wo noch Loot rumliegt, weil da hat sich scheinbar nicht viel verändert. Aber was sich verändert hat, hat meiner Meinung nach, ist der Schwierigkeitsgrad. Ein bisschen ist der Schwierigkeitsgrad nach unten korrigiert worden scheinbar. Weil ich fand, die Preview-Demo, die war schon knackig. Da hatte man... Wegen Entfernungsmalus haben wir mal 50% Trefferwahrscheinlichkeit. Jetzt hat man, glaube ich, 75% Trefferwahrscheinlichkeit, wenn man einen Entfernungsmalus bekommt. Kann aber auch bloß Irrtum sein, dass ich das... Warte mal, da... Oh, seht her, dieser extra Weg hat sich gelohnt, sonst hätte ich diesen Schrott liegen lassen. Es lohnt sich immer zweimal zu schauen in diesem Spiel, das ist schon mal ein gutes Zeichen. Dann gehen wir nach oben und soweit ich mich erinnere, ich erinnere mich eigentlich nicht. Doch. There's a cabin up ahead. Definitely feel a ghoul vibe coming off of it. So we run in, guns blazing. Too dangerous. If we're sneaky, we can get into a good position. A good position keeps us alive. Turn off your flashlight. Okay, schleichen. Wenn du unentdeckt, kannst du feindliche Positionen ausspähen und isolierte, schwache Gegner mit deinen lautlosen Waffen ausschalten. Das ist das Coolste. Du kannst einen Kampf zu deinen Gunsten entscheiden, indem du die Zahl deiner Gegner unauffällig verringerst. Das Unauffällig ist das Wichtige. Wobei, war nicht noch Loot irgendwo? Hier ist noch Loot. So, wir sollen erstmal unauffällig unsere Gegner verringern. Dazu muss ich ja bloß die richtigen Knöpfe drücken. Love me some mutants. There we go. Rip their hearts. Crush their. Hey, hey. You hear that noise? I hear my stomach. Hungry. Kill. Ein Marodeur. So, das ist schon mal interessant, ein Marodeur. Wir suchen aber noch weiteren Gegnern. Ich weiß, da war nicht hier auch ein Gegner, der andere Gegner herbeirufen konnte. Also eine gefährliche Sache. Ohne die Taschenlampe sehe ich leider deutlich... Moment, da vor uns ist ein Zeichen, ein Gegnerzeichen. Sind das die Gegner oder ist das ein Gegner, der deutlich näher ist? Wir müssen erst so viele Gegner wie möglich in Flagranti erwischen. Den Schlechter zum Beispiel. Der muss als erstes fallen. Der patrouilliert hier in der Gegend. Der ist einzeln, isoliert und schwach. Wie es ja so gut, so schön hieß. Die Frage ist nur, wie einzeln isoliert ist er?
Ja, geh weiter weg von dem Haus. Ja, komm her, komm her, komm her, komm her, komm her. Komm her, komm her. Komm hier noch einen Schritt raus. Mist, er patrouilliert ums Haus. Das ist deshalb gefährlich, weil ich weiß nicht, wer in dem Haus ist. Ich glaube, beim letzten Mal war nämlich irgendjemand oder irgendetwas im Haus. Andererseits, hier ist eine Kiste, unbewacht. Die kann man natürlich erstmal öffnen. Donnerbüchse, Schaden, kann Deckung zerstören, wirft Gegner zurück. Munition, okay. Diese gasbetriebene Kanone wurde sehr humorvoll nach ihrem Schussgeräusch benannt. Sie feuert große Projektile ab, eher mangelnde Subtilität kompensiert sie Donnerbüchse mit ihrer Feuerkraft. Sie kann die meisten Gegner zurückwerfen. Das ist doch eine neue Waffe. Eine neue Waffe für ihn. Er hat die Streukanone im Moment, aber die Donnerbüchse hört sich cool an. Sie macht nämlich mehr normalen Schaden. Und der Effekt, dass sie jemanden zurückwerfen kann, hat auch was für sich. Okay, ich sehe bloß die draußen und den. Oh, Dax wurde nicht entdeckt. Dann kill ihn mal. Damn, I'm good. Dax wurde wieder nicht bemerkt. Sehr schön. Level up. Wenn dein Team aus Stalkern aufsteigt, erhält jeder Mutant einen Mutationspunkt. Mit Mutationspunkten können mächtige Kampfmutationen für deinen Stalker freigeschaltet oder Werte wie Gesundheit oder Bewegungsrate verbessert werden. Nice. Machen wir doch gleich mal. Gönnen wir uns doch mal. Nee, gönnen wir uns erstmal Leben. Die winden sich immer noch vor Schmerzen, wenn ich das mache. Naja. Schädelspalte. Nee. Du kriegst auch Leben. Für den Anfang. Anfang brauchen wir einfach ein bisschen mehr Beefigkeit. Um gegen die Gegner eine Chance zu haben. Und ein Punkt in Leben ist, glaube ich, nicht schlecht. Follow me. So, jetzt haben wir das Problem, wir haben hier zwei Gegner. Ein Jäger, der ist schon mal ein bisschen heftiger. Und der andere ist ein Marodeur. Den kriegen wir auf den ersten Hit. Getting ahead. Okay, man muss aufpassen, dass man nicht, damit man hier zu nah kommt. So, jetzt gehen wir in den Kampf. Du machst Overwatch. Du hingegen wirst den Marodeur killen. Dann haben wir nur noch den Jäger. So. Oh, Moment. Ah, der hat schwache Deckung. Das ist lästig. Es hilft ihm aber nichts. Der andere hat uns entdeckt. Und ist jetzt auch dran. Aber Overwatch hat den Kill gebracht. Nice. Nochmal Level up. Ja. Dieser Pfeil nach oben bei Dax im Porträt, jetzt oben links, zeigt einfach nur, dass er eine Fähigkeit entwickeln könnte. Aber da ich die Fähigkeit nicht haben möchte, ist es mir egal. Eine Boombox ist jetzt eines der ersten legendären Gegenstände der Altvorderen. Das diesen Wert erhöht. Boombox, eine seltsam sprechende Kiste, die ich... Wie eine Schlange anzischt, wenn du sie einschaltest. Manchmal abhängig von ihrem Standort spricht sie mit Piepstönen, Pfeifgeräuschen oder leisen Stimmen. An der Vorderseite ist ein praktisches Fach für die Aufbewahrung von Gegenständen angebracht. Ja, Aufbewahrung von Gegenständen. Leise Stimmen, das ist interessant. Da müsste ja jemand funken, oder?
Das ist ganz faszinierend, dass die in einer Welt leben, wo die nicht wissen, was das ist, was die Altvorderen überhaupt fabriziert haben. Die Boombox. Look at this beauty. The ancients left a lot of ugly junk behind, but once in a while you see something like this. Wonder what these buttons are for. I wouldn't touch it if I were you. I'm not kidding around. Lay off the buttons. What's up your butt? That's a bomb, all right? They used to call it a boombox. Touch that red button, and it goes boom. Don't be pretending you know what any of this crap is. We'll bring it back to the Ark and show it to Prip. Ask him what it's worth on the black market. Genau, auf dem Schwarzmarkt werden diese legendären, in Anführungsstrichen, Artefakte aufbewahrt. Übrigens hätte ich hier von der höheren Position auch gute Chancen gehabt, die abzuknallen. Aber später, wenn man eine bessere Waffe hat, ist das wahrscheinlich wichtiger. Kamen wir jetzt von da oder von da? Ich glaube... Warte, das sehen wir. Nee, da muss ich nicht hin. Ich muss in die Richtung. Gut, dann gehe ich in die Richtung. Sehr schön. Also dieser Kampf war erfolgreich. War voll auf erfolgreich. Der Loot tat gut. Und dass wir hier keinen Hit bekommen haben, hat meine Schmach vom ersten Kampf, wo ich einfach die falsche Taste gedrückt habe, komplett wettgemacht. Sehr gut. Sehr gut, sage ich dazu nur. Jetzt können wir auch hier weiter. Na, natürlich nehmen wir die Waffenteile aber mit. Ich werde wahrscheinlich als erstes die Silent-Waffen verbessern. Weil mit deren Hilfe, wenn ich da einen ausschalte, bevor jemand anderes es bemerkt, oder während niemand anderes es bemerkt, so kann ich sehr strategisch alles niedermetzeln. Of course the world ends. You did it to us. When the ice melted, you said nothing. When the plague spread, you did nothing. When the nukes dropped, you became nothing. At least that's what the Elder says. But cheer up. You'll be happy to know that despite your mistakes, life remains. In a small settlement high above a raging river, people are living and thriving. We call it the Ark. The Ark is humanity's last outpost, a lonely island in an ocean of chaos. Within these walls, we help each other create a new civilization on the ruins of the old one, with the guidance of our leader, the Elder. The Elder tells us we're safe as long as we never leave, because outside these walls lies the Zone, the never-ending wasteland. A mass grave spanning the planet, littered with your crumbling monuments, your hubris and arrogance. What the Elder chooses not to tell us is our food and water supplies are running dangerously low. That's why he relies on stalkers, adventurers who leave the Ark, explore the Zone and scavenge for precious resources. Stalkers are tough enough to resist the rot, and they got the smarts and the firepower to keep the Zone ghouls at bay. Stalkers have to be more than human. That's me, Mr. More Than Human, aka a mutant. I look weird to you, but hey, you look weird to me. So let's leave it at that. If the Stalkers come back from the Zone alive, the Ark survives another day. If the Stalkers don't come back, the legacy of mankind will be lost forever. At least, that's what the Elder says. Das ist, was der Älteste sagt. Ach du Schande, dort unten sehen wir schon mal Stufe 25. Ein Gebiet zu hoch, zu stark, um dorthin zu wollen. Vorerst. Die Arche. Nach oben geht's in einen Weg, nach unten geht's einen Weg.
sweet home. The elevator's up ahead. Da vorne ist der Aufzug. Umgebung der Arche. Theoretisch sollte das doch da hier ziemlich sicher sein, oder? Jetzt haben wir auf jeden Fall die Vorgeschichte erfahren. Wir sind gerade im Status, die Eise schmelzen. Fehlen, dass die brutalen Krankheiten kommen. Also wir haben ja schon ein paar Krankheiten. Hier resistente Keime und sowas. Die Entwicklung kommt ja gerade. Oh, ein Zonenschlüssel. Stimmt, da konnten wir auch in der Preview nicht entlang. Da geht's wahrscheinlich in den Stufe 25er Bereich. Jetzt noch nicht. Da kommen wir noch nicht hin. Whoa, hold up. Got two ghouls hiding over there. Think they want to hitch a ride on our elevator. Forget that. Let's sneak around and see if there's any others. If there's any others. Ghoule meint er. Ah, wir schauen uns erstmal hier um. Die zwei Ghoule sind von der Kampfkraft genauso wie die letzten zwei. Wenn Bormann hier trifft, dann kein Thema. Hier in dem Haus könnte jemand sein. Faszinierend oder auch nicht. Eine Truhe. Hm. Was ist hier Feines drin? Eine Kappe. 25 größere Waffenreichweite, also 25% höhere Reichweite, bevor ein Malus zutrifft. Die hatte ich, glaube ich, auch schon mal. Die setze ich ihm gleich mal auf, weil er hat's nötig. Ein neuer Helm. Pokervisor. Taktischer Armeevisor aus der Zeit der sogenannten Pokerkriege. Diese elegante Kopfbedeckung schützt vor Reflexionen und gewährt ihrem Träger einen Reichweitenbonus. Nice. Wichtig, wenn... voller Schrott. Wichtig werden auf jeden Fall später Rüstungen, sowas in der Art. Notiz von Stalker Clara. Was für eine Schande. Für dieses Ding würde uns Delta garantiert den erwähnten Rabatt einräumen. Okay, so sieht's aus. In den Schrottruinen westlich der Eisenschlange liegt ein funktionierender Funkenautomat. Mit diesen Geräten werden früher Gegenstände zusammengebrannt. Oh, also ein Schweißbrenner. Oder so. Aber natürlich hat jeder gottverdammte Silberstreif am Horizont einen gewaltigen Haken. Diese verfluchten Ghule in den Ruinen haben uns verjagt, bevor wir das Ding bergen konnten. Beim nächsten Mal seid ihr fällig, ihr Bastarde. Das ist vielleicht der Hinweis zu diesem verschlossenen Ort. Hm. Ein Molotow. Hm. Wir haben eine Handgranate. Oh, tatsächlich. Ich habe hier Handgranaten und Molotow jetzt. Was habe ich hier? Eine Rauchgranate. Aber vielleicht will ich auch einen Molotow nutzen. Und Bormann möchte vielleicht auch noch eine Handgranate nutzen. Als Optionen zumindest. Sehr schön, sehr schön. So, bis auf die zwei habe ich jetzt noch nicht viel gesehen. An Gegnern. Wir erkunden trotzdem ihre nähere Umgebung, weil... man weiß ja nie. Man weiß ja nie. Da ist zum Beispiel jemand, der hier entlang kommt und seinem Tod entgegensieht. Ein Ghoul-Marodeur. Das sind 175. Hierhin. Hm, doch, er sieht mich. Ich wollte gerade sagen, er sieht mich ja gar nicht. Bam! Sorry about that. Stone cold. Oh ja. Okay, back me up. Neue Waffenteile, so liebe ich es. Hm, Waffenteile. Haben wir schon 27? Ich glaube, ein Upgrade am Anfang kostet 20. Dementsprechend bessere Waffen. Geiler Scheiß. Also wenn ich 40 Waffenteile bekäme, das wäre schon ziemlich Premium. Hier kämen wir auf jeden Fall in die Arche rein. Da will ich aber noch nicht hin. Noch nicht. Die Arche hier lang. Hier braucht man wahrscheinlich einen Schlüssel. Da kommt man erst entlang. Wenn's denn... genau, wenn's denn eine Quest wahrscheinlich erfordert. So, da drüben leuchtet doch etwas schon wieder verführerisch. Sehr verführerisch. Was ist hier Feines drin? Ah, oh, Rüstung. Stalker-Weste. Extra Leben,
Und noch Rüstung. Rüstung ist sehr geil, weil jeglicher Schaden wird erstmal von der Rüstung abgezogen. Gebe ich ihm, weil Dax ist mein Primus. Einziges Problem bei seiner Waffe ist, dass sie bloß einen Schuss verfügbar hat. Aber der muss sitzen. Dann muss er nachladen, leider. Danach. Oh, hallo. Da ist ja noch einer. Ich wäre fast in deine Sicht gelaufen. Schade, die werden immer alarmiert. Naja. Ziel des Ganzen ist ja, den auszuschalten. Ohne gesehen zu werden. So. Jetzt wollen wir hier weiter schauen. Hier ist zum Beispiel das Blinky. Mehr Schrott. Schön, dass die alle ihre Werkzeugkästen mit dabei haben. Waffenteile. Nice. So, jetzt haben wir nur noch die zwei vor uns. Mehr sehe ich nicht. Wir könnten oben drauf gehen. Come back here. Ups, ich habe Bormann vergessen. Oder kommen wir hier oben drauf? Ne, wir können hier oben drauf. Box opens. We go in the box. Box goes in the ark. We take their food. We take their guns. Mutants in the ark. Too many. Mutants are weak. We kill some Stay fast. Back, guys. We kill some slow. But we kill them all. Box is coming. We kill them all. So, Angriff. Wir verstecken uns. Aktivierst du diese Einheit greift. Jetzt mach mal. Versteckte Konferenz. So. Ich überlege gerade, ist es vielleicht klug? Ja, doch. Ich wurde von beiden gesehen, das war der Sinn und der ganzen Sache. Wichtiger ist, den Schlechter zu killen. So, Bormann ist jetzt wieder da. Aktivieren. Das ist neu mit dem Aktivieren, kann das sein? Overwatch. Das war schon beim letzten Mal sehr gut. Und... Ah, diesmal aber leider nicht. Oh, und er hat auch noch getroffen. Ey, Karamba. Das war guter Damage. Vielleicht schafft er es jetzt. Er ist zwar ziemlich offen an dieser Position, aber 75%ige Chance zu killen ist's eigentlich wert. Sleep it off. Oh man, you are the shit. Nice. Deren Loot einkassieren. Altvorderen Visier, 20% größere Waffenreichweite. Visier aus einem Krieg aus vorenklavischer Zeit. Alt, aber robust. Erhöht die Reichweite der Waffe, an der es montiert wird. Ja. Sieht so aus, als hätten wir hier alles gelootet. Halt. Lüge, hier war noch was. War hier noch was versteckt? Nee. Aber scheinbar ist hier in der Umgebung jetzt nichts mehr liegen gelassen, oder? Da leuchtet noch was. Das Feuer leuchtet auch irgendwie. Das hat aber keinen Sinn und Zweck. Ist echt gefährlich, hier was zu übersehen. Also wahrscheinlich werde ich häufiger was übersehen. Ich versuche zwar so gründlich wie möglich zu schauen, aber dass ich häufiger was übersehe, das ist, befürchte ich mal, vorprogrammiert. So, schön. Keine Ghule mehr. Ab in die Arche. Unser Job ist erledigt. Wir kommen mit ordentlich Loot zurück. The Elder meets us at the elevator. He says he doesn't have a second to lose. The mission's too important. Our mission, he says, is a man. And that man is Hammond. Everyone in the Ark knows Hammond, respects him.
He's our lead, Gearhead. Going farther into the zone than anybody else. Bringing back the machines that help us survive. He knows how to keep those machines running. How to fix them when they fall apart. Hammond keeps the Ark's heart beating. The Elder says 3 nights ago, Hammond took his team of Stalkers and headed north, not telling anyone why. They haven't come back. I've never seen the Elder this shaken before. It scares me. He tells us Hammond has a remote cabin in the north that could yield some clues to his location. Me and Dux never patrolled that far before, but the Elder says he has faith in us. He believes in us. So, this mission we accept. Go to Hammond's cabin, search for clues, then find Hammond and bring him back alive. The fate of the Ark depends on it. Okay, wir kamen zwar mit dem Schrott zurück, aber es hat nichts gebracht. Es hat nichts gebracht. Übrigens, ich werde offscreen mal zum Metallvogel zurückgehen, weil komischerweise ist da kein Stufe 55 Gegnerzeichen, obwohl da ja die Gegner übrig geblieben sind. Vielleicht sind die weg und ich kann den Loot jetzt holen, ohne zu kämpfen. Aber bevor wir das machen, gehen wir mal zum Ältesten. Der hat vielleicht eine Quest, oder der hat ein bisschen mehr zu erzählen. Will always be a haven to you, brave stalkers. After your journeys, pay me a visit. And I'll offer you some guidance, perhaps a story, to help you become wise and strong. Vielleicht, aber im Moment hat er nichts für uns zu erzählen. Interessant bloß, dass er an Schläuchen und das, was ich angeschlossen ist. Also der Älteste ist vermutlich alt. Farewell. Remember. Gut. Dann Deltas Bastelgrube. Wanna know how this goes down? For the right price, I fix and upgrade your shitty gear. Any questions? Oh ja. Was hat sie zum Beispiel? Also erstmal zum Upgraden. Ja, da könnte ich was upgraden. Da geht einiges. Lautlos ist sehr wichtig. Das erste Upgrade kostet 30. Oh, naja, gut. Erstmal Zielfernrohr draufschrauben. Brauche ich nicht zwingend. Weil, wobei, Gegner zu verbrennen, 50%ige Chance, hat was. Dann kann ich Flammenbolzen schießen. Und noch zusätzlich gönne ich mir das jetzt. Wartet, was macht das? Kritischer Schaden wird erhöht und normaler Schaden wird erhöht. Wobei, schauen wir doch mal, was ich sonst noch so habe. Vielleicht kann ich ja ein paar Sachen mir leisten. Also, das war schon mal nicht schlecht. Das ist schon mal eine gute Verbesserung. Bormen. Schaden auch erhöhen. Das ist nämlich nützlich. Mit der Lautlosen mache ich die kleinen Gegner platt und dann kommt Bormen, der halt die große Wumme hat und großen Damage verursacht. So zumindest die Taktik, die ich bisher verfolgte. Stecher sind normale Pistolen. Die sind sogar schon auf der Stufe 2. Ach du Schande. Plus 2, plus 2. Okay. Nee. Keep your head screwed on. Mehr als hier verbessern kann man anscheinend nichts. Ich glaube in Iridias Laden, da geht's dann eher, was man für Schrott machen kann. You know the drill. Stalkers want gear that keeps them alive. I, Iridia, provide the gear. See anything you like, just let me know. There is one rule. Don't ever, ever pull my chain. If you pull my chain, I'll feed your ding-dongs to a zone wolf. Got that? Beautiful. Happy shopping. Danke. Wir wollen uns nicht mit dir anlegen. Hier, was hat sie so Feines? Sie hat eine Rohrkanone, also eine. Sieht aus wie eine Sniper. Von der Reichweite aus ist es auch eine Sniper. Sehr interessant, auf jeden Fall. Für Überwachungsmissionen, ja, gut gebrauchbar. Ansonsten hat sie hier das übliche Wurf-Equipment. Rauchgranate, sehr nützlich, sehr nützlich. Löscht Feuer. Gut, 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 gut.
Das ist auch nicht schlecht, aber ich glaube, wir finden noch genug Zeug. Also am Anfang brauchen wir auf jeden Fall noch nichts, glaube ich, hier. Later, Gator. Zumindest kann ich mir auch nichts leisten. Aber Prips Bar, ich habe ein Artefakt gefunden. Vielleicht können wir uns da schon was Gutes leisten. After a killer day in the zone, you know you can always come to Prips for some high-quality grog. You want to get loaded? Order a shot. No butane, no bleach, only natural ingredients. I also dabble in a little antiquity trading. So if you find any cool artifacts out in the wasteland, bring them to me and I might give you something in return. Comprende? Comprende. Ja, hier können wir diese Artefaktpunkte für nützliche Sachen ausgeben. Verlängert Verblutendauer. Das ist die Zeit, in der man prinzipiell stirbt. Einen zusätzlichen Granatenslang. Pro Runde hinzu. Granatenschaden um 4. Oh, shitty. Das ist was Feines. Oh, wir gehen erstmal mit einem zusätzlichen Granatenslot. Mehr Granaten für einen großen Kampf frei zu haben, ist nicht schlecht. Danach würde ich das gerne mit dem Molotow haben. Oder vielleicht das. Ist auch nicht schlecht. Gut, wir sind ausgerüstet. Wir sind ready für unsere erste Mission. Wir müssen Hammond suchen, der auf seiner Mission überfällig wurde. Und das ist unsere erste Mission. Aber das werden wir beim nächsten Mal angehen. Schreibt mir gerne in die Kommentare, wie ihr es bisher findet. Ansonsten vielen Dank fürs Zusehen und ciao. Bis zum nächsten Mal.